Ja, willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's euer Alex. Es freut mich, dass ihr wieder am Start dabei seid. Ja, nach langer Zeit mache ich wieder mal ein eBay-Gebühren-Video. Und zwar habe ich letztes Jahr mal ein Video dazu gemacht. Dieses soll das aktuelle sein, denn laut eBay-Nachrichten hat sich da was getan. Wir schauen uns das Ganze an. Wir schauen uns an, welche Limits ihr überhaupt habt als gewerblicher Verkäufer, welche Gebühren bzw. Verkaufsprovision ihr zahlen müsst, auch mit der neuen Zahlungsabwicklung, die eBay ja eingeführt hat und für alle Verkäufer irgendwann auch zwingend sein wird. Und wir schauen uns an, welche Shop-Abonnements du wählen kannst, welche Vor- und Nachteile du dadurch hast und ab wann brauchst du denn überhaupt einen eBay-Shop. Das Ganze in diesem Video, bleib bis zum Schluss dran, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja Freunde, dann lasst uns mal anschauen, welche Gebühren auf uns zukommen, wenn wir hier auf dem Marktplatz eBay verkaufen möchten. Wenn du ganz neu in dieser Branche bist und gerne Fuß fassen möchtest im Verkauf, vielleicht auch bei eBay hier, dann bist du genau richtig auf diesem Kanal. Abonnier diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Ich gebe hier regelmäßig Mehrwertes an die Hand, um dir das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen zu erleichtern. Wenn du dir ein eBay-Konto aufbauen möchtest, dann schau dir unten gerne die Playlist an, die ich unten in der Beschreibung verlinke. Da wirst du erfahren, wie du Schritt für Schritt dir ein richtiges Verkäuferkonto bei eBay erstellen kannst und das Ganze Schritt für Schritt. Für alle anderen, die länger dabei sind, wir schauen uns die Änderungen an, die hier bei eBay uns betreffen werden und freue mich natürlich, wenn du diesem Video auch einen Daumen hoch gibst. Das motiviert mich, viele weitere solche Videos zu machen und ihr lenkt euren YouTube-Algorithmus in die positive Richtung. So, ich befinde mich hier in meinem Verkäufer-Cockpit Pro und wir schauen uns mal direkt für alle die an, die neu sind und ich habe hier auch tatsächlich ein neues Konto erstellt für Vorführzwecke und wir sehen hier, wir haben monatliche Limits. Ganz zu Anfang habt ihr 1000 Artikel, die ihr online stellen könnt, maximal. Das wird sich dann auch mit der Zeit erhöhen, genauso wie auch der Gesamtwert eurer Artikel von maximal 10.000 Euro zu Anfang. Habt ihr direkt vor, viele Artikel von Anfang an online zu stellen, dann müsst ihr hier eine Erhöhung des Limits beantragen. Das macht ihr beim eBay Kundenservice und da könnt ihr eventuell direkt eine Erhöhung bekommen. So, generell soll es ja heute um die Gebühren gehen, die eBay hier angepasst hat und gewisse Änderungen vorgenommen hat. Und das schauen wir uns mal eben an. Also in den Kategorien Garten, Terrasse, Heimwerker und Business und Industrie sind 0,5% mehr jetzt an Verkaufsprovision zu zahlen. Was nicht viel ist, vielleicht macht es für den einen oder anderen doch was aus. Das Ganze wird ab dem 1. April in Kraft treten, also quasi demnächst, denn ich nehme das Video jetzt im März auf 2021 und ja, ab dem 1. Juli ändert sich auch was bei den Wachstumsrabatten für Premium-Shops, das entfällt nämlich, es wird nur noch für Platin-Shops zur Verfügung stehen. So, so viel zu den ersten Änderungen. Wir schauen uns mal das Ganze ein bisschen detaillierter an. Und zwar Gebühren für gewerbliche Verkäufer und für gewerbliche Verkäufer, die an der Zahlungsabwicklung von eBay teilnehmen. Das wird die meisten betreffen, deshalb schauen wir uns das Ganze auch an. Denn eBay hat die meisten Verkäufer auf eBay schon auf die neue Zahlungsmethode umgestellt. Das heißt, eBay verwaltet die ganzen Zahlungen, sie zieht die Gebühren, die Verkaufsprovision davon ab und ihr bekommt dann den Restbetrag auf euer Konto überwiesen. So, das wird auch für jeden Verkäufer irgendwann zwingend erforderlich sein. Das wird mit der Schritt für Schritt jetzt umgestellt, schon seit letztem Jahr. So, ich bin jetzt hier bei den Gebühren. Übersicht. Ich werde jetzt nicht auf jeden Punkt drauf eingehen, sondern nur auf das Wichtigste. Wir sehen hier zum Beispiel auch Gebühren für private Verkäufer ändern sich gewissermaßen und die Zahlungsabwicklung wird auch für private Verkäufer nämlich so umgestellt, dass eBay die ganzen Zahlungen empfängt und euch dann diese ganzen Überweisungen auf euer Konto tätigt. Uns interessieren, wie gesagt, die Verkaufsprovisionen und hier, wie schon gesagt, hat sich für Garten, Terrasse, Heimwerker und Business und Industrie was verändert. Und wir schauen uns das einfach mal an. Ja, tatsächlich waren es vorher 10,5%, ab dem 1. April werden es dann 11% sein. Wen das betrifft,
muss sich darauf einstellen, dass er ein bisschen neu kalkulieren muss. Wer nicht, der soll sich hier alle anderen Kategorien mal anschauen. Aber da gab es keine großen Änderungen. Es gibt halt den Unterschied zwischen mit Shop und ohne Shop, wobei das nicht immer irgendwelche Unterschiede macht. Da müsst ihr mal schauen. Allgemein zu den Standardgebühren ist zu sagen, bei eBay sind es 11%. Und zwar inklusive schon der Zahlungsabwicklung durch eBay. Das heißt, ihr werdet effektiv 11% auf den Verkaufspreis bezahlen. Es gibt noch andere Gebühren, zu denen kommen wir gleich noch. Das schauen wir uns noch an. Aber generell 11% plus natürlich hier die 35 Cent pro Bestellung, unabhängig von dem Preis. So, im Großen und Ganzen finde ich jetzt meine persönliche Einschätzung, ist das nicht schlecht. Also 11% ist nicht viel, muss man dazu sagen, denn vorher waren es halt 9% auf die Standardkategorien. Und wenn wir mal schauen, ich habe mir das mal hier bei PayPal rausgesucht. Früher hat man ja die Zahlungen immer per PayPal erhalten. Und da hat man als Verkäufer, wenn man jetzt Umsätze monatlich von 2.000 bis 5.000 Euro bekommen hat oder erhalten hat, hat man 2, knapp 2% bezahlt, ja. Erst ab 5.000 bis 25.000 Euro Umsätzen hat man dann, wie gesagt, die 2% gehabt, die man ja jetzt auch hat durch eBay. Wer natürlich drüber war, das heißt über 25.000 bis 100.000 oder mehr, der hat natürlich bessere Konditionen gehabt, als man das jetzt bei eBay hat. Aber das betrifft hier nicht die Masse und deshalb würde ich sagen, dass es sehr fair ist. Zumal hier eBay wirklich einige beziehungsweise einige Zahlungsmethoden anbietet, die man vorher halt nicht gemacht haben konnte. So, schauen wir uns mal weiter an, die Änderungen, die uns hier betreffen werden, und zwar Gebühren zum Einstellen. Also, in der Regel ist es so, dass du dann pro eingestellten Inserat bei eBay 35 Cent bezahlst für Auktionsgebote. Für Aktionsangebote bezahlst du dann 50 Cent pro Angebot. Das Ganze kannst du durch einen eBay-Shop ein bisschen reduzieren. Und zwar, wenn du einen eBay-Shop buchst, und jetzt kommen wir auch zu der Frage ab, wann lohnt sich denn ein eBay-Shop überhaupt? Ich würde sagen, sobald du ungefähr 100 Artikel monatlich online stellst. Das heißt, du hast generell 100 Artikel monatlich bei eBay online, dann lohnt sich in der Regel schon ein Basisshop. Und da gibt es noch einige andere Vorteile. Du kannst hier nämlich bis 400 Angebote dann ohne Angebotsgebühr, also ohne diese 35 Cent Festpreis-Angebotsgebühr einstellen und 40 sogar in Auktionsformat. So, wir schauen uns mal nochmal ins Detail an, welche Vorteile hier das Ganze noch bietet. Also, wenn du das jährliche Abonnement nimmst für einen Basisshop, zahlst du 32,95. Wenn du das Ganze monatlich kündigen möchtest, dann zahlst du natürlich 39,95. Aber im Grunde genommen, wenn du planst, länger bei eBay zu verkaufen, dann lohnt sich das auch hier ein Jahresabo abzuschließen. Und das Ganze gilt hier, wie gesagt, für alle weiteren, dementsprechend mit den jeweiligen monatlichen Raten. Und was haben wir hier? Wir haben hier tatsächlich die Funktion, dass wir hier auch gewisse Zusatzoptionen haben. Wir haben allgemeine Shop-Funktionen. Dazu zählen zum Beispiel auch verschiedene Sonderauktionen, die du dann und Rabattaktionen, die du dann mit deinem Konto machen kannst für deine Verkäufe. So Angebotsoptimierung. Wir haben hier die Möglichkeit auch Tool Therapeak zu nutzen für Produktrecherche. Das habe ich auch schon mal gezeigt. Findest du hier oben in der Beschreibung, kannst du dir gerne anschauen in der Infobox. Da habe ich gezeigt, wie man diese Recherche macht mit Therapeak. Da findest du dann die ganzen Informationen. Und soweit zu den Shops. Wenn du hier, wie gesagt, das Ganze machen möchtest, dann kannst du das hier abschließen. So, gucken wir noch mal weiter.
Bei den Verkaufsprovisionen und Shopgebühren bleibt das nicht immer, denn zusätzliche Optionen kosten auch noch Geld. Wir haben hier, wie gesagt, die Möglichkeit, auch noch Anzeigen zu schalten bei eBay. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, findest du auch oben in der Infobox, kannst du dir anschauen, wie du Anzeigen schaltest, um noch besser hervorgehoben zu werden bei den Anzeigen und an höherer Stelle positioniert zu werden in gewissen Kategorien. Und das kostet natürlich extra. Kommt immer auf den Prozentsatz, den du da pro Artikel oder für das jeweilige Angebot ansetzt. Aber dazu, wie gesagt, viel mehr in dem Video erkläre ich Schritt für Schritt, wie das geht. So, Anzeigen geht übrigens auch nur, wenn du einen Verkäuferstatus von überdurchschnittlich oder Top-Bewertung hast. Davor geht das leider nicht. So. Und natürlich auch so Galerie Plus, Untertitel und dies, das. Das kostet alles zusätzlich, wenn du das bei der Einstellung deines Angebotes machst. Dann musst du da mit diesen jeweiligen Kosten dich vertraut machen. So viel dazu. Dann haben wir noch Gebührenänderungen bei den Kategorien Boote, Flugzeuge, also schon etwas größere Sachen, Immobilien, Ferienwohnungen, Handy, Smartphones sehe ich hier auch. Gibt es auch Gebührenänderungen? Das betrifft aber nicht die Masse, kannst du selber alles nachlesen. Alle Informationen, wenn ich es nicht schon erläutert habe, findest du unten in der Beschreibung, kannst du dir gerne anschauen. Und dann haben wir noch internationale Gebühren, wo sich was verändert. Für die Eurozone und Schweden ist das Ganze komplett kostenlos, ja. Übrigens mit dem Shop-Abonnement Topshop kannst du internationalen Handel machen. Da ist es durchs Webinterpret. Das Ganze wird das dann automatisch auch auf die anderen Marktplätze von eBay europaweit verteilt, so dass du da auch andere Käufergruppen ansprechen kannst. Du kannst, wie gesagt, hier auch international in die USA und Kanada soweit verkaufen. Da fallen natürlich zusätzliche diese Gebühren an, diese Prozentsätze. Ja, so viel dazu. Das sind dann sonst noch allgemeine Informationen und Nutzungsbedingungen. So viel zu den Gebühren, wie gesagt. Also es hält sich alles in Grenzen und es lohnt sich immer noch auf eBay zu verkaufen. Ich mache gute Umsätze hier auf dem Marktplatz und freue mich auch, wenn du das machen kannst. Schau dir gerne auch alle weiteren Informationen an, die ich hier auf diesem Kanal habe. So wirst du vielleicht Tipps und Tricks bekommen, wie du deinen Verkauf noch besser optimieren kannst. Allgemein mache ich hier sehr viele Videos, die dir dabei helfen, deinen Verkauf auf den Marktplätzen wie Amazon und eBay zu erleichtern und besser zu machen. Deshalb abonniere auch gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video. Wenn nicht schon getan, gib dem Video einen Daumen hoch, das freut mich, viele weitere solche Videos zu machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn du noch Fragen hast, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Verkaufen und alles Gute. Ciao.